Nash Pivot, für viele schon ein wirklich wohlbekannter Name. Er steht als 3-Strut High Performance Hochleister für schöne Sprünge, Kite Loops, Freestyle, aber auch Freeriden. Manche benutzen ihn in der Welle. Er ist hier abgestützt jetzt in der neuesten Variante mit einer 5-Punkt-Waage mit einem Pulley. Und am äußeren Punkt der Waage kann man ihn über eine Knotenleiter noch von seiner Arc ein klein wenig verändern, was den Stand im Windfenster optimiert oder auch hier einen größeren Windeinsatzbereich ermöglichen soll. Die Aufhängung zum Vorgängermodell, was die Steuerlein betrifft, ist unverändert. Wir haben hier 2 Punkte, wo man Bardruck und Turning Speed einstellen kann und klar, die Verbindung ist direkt gewählt. Eine optimale B- und Entlüftung findet hier über ein Standard-Pedalboard-Ventil statt. Und das One-Pump-System ist sehr gerade gehalten. Dadurch geht das B- und Entlüften hier sehr schön schnell. Leinenabweiser gibt es am Ende der Fronttube und bei den äußeren Querstruts. Die mittlere Querstrut kommt ohne Leinenabweiser aus. Das Flugtuch heißt bei Nash Quadtex, das heißt halt, wir haben ein 4-fach-Ripstop-Material. Das Layout der Bahnenanordnung ist grundsätzlich zum Vorgänger nicht verändert und reicht weit in die Tipps hinein. Nur am Ende haben wir ganz leichte Dacron-Einsätze und die gesamte Hinterkante ist mit einer Tuchdopplung versehen. Mögliche Abrieb- und Scheuerstellen sind mit schwerem Cordura-Material verstärkt. Die Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Und der Übergang der Fronttube zum Flugtuch ist mit einem Tuchstreifen gedoppelt und zusätzlich an den Übergangsstellen der Tücher mit jeweils kleinen Dacron-Dreiecken nochmal abgedeckt. Ein gleichmäßig hoher, aber nicht sehr hoher Grundzug und eine absolut optimal und sofortig anliegende Strömung sorgt für durchgehend Vortrieb, ob am Twintip oder am Foil oder in welchem Einsatzbereich auch immer. Und das kriegt man halt kredenzt einfach aufgrund von einer intuitiven Positionierung dieser Kappe. Die steht nicht ganz weit vorne im Windfenster, einen kleinen Tick zurückgesetzt, sodass die Leistung hier sehr einfach abrufbar wird. Im Vergleich der Freeride-Hochleister hat der Pivot gute bis sehr gute Leistung auf dem Ambient-Kurs. Auch hier ist absolut diese Leistung mühelos abrufbar, ohne irgendwelche besonderen Kenntnisse oder Stellung auf dem Board einzunehmen. Man braucht wenig Gegendruck von der Kante. Man kann es hier einfach laufen lassen. Die Kappe zieht hier selbstständig willig nach Luft. Die gesamte Kappe des Pivot ist jetzt mit 5 Punkten abgestützt, kann hier nochmal verändert werden und das hat leichte Auswirkungen auf das Bar-Feeling. Das ist insgesamt ein klitzekleinen Tick nochmal knackiger, weil die Kappe insgesamt ein bisschen fester wird, gerade im oberen Windbereich merkt man das. Und was wir festgestellt haben, die Homogenität oder das gleiche Barfeeling zwischen 9 und 12 Quadratmeter ist hier besser aufeinander abgestimmt als zum Vorgängermodell. Dabei bewegen sich die Steuer- und Haltekräfte durchgehend unverändert im mittleren Bereich. Der Pivot dreht in engen bis weiten Radien stets rund und sehr gleichmäßig. Das Ganze wird begleitet mit einer mittleren bis hohen Fluggeschwindigkeit. In Kombination mit seinem sehr guten Feedback, was das Bar-Feeling angeht, ergibt sich hier wirklich weiterhin auch im Vergleich zu anderen Mitbewerbern ein sehr schönes Fluggefühl. Bei der Profilstabilität hat der Pivot spürbar ein klitzeklein wenig zugelegt. Man merkt, dass hier die Kappe, wie gesagt, schon fester ist. Es ist bei böigem Wind zu spüren, dass hier die Strömung schneller in Vortrieb umgesetzt wird als beim alten Modell, gerade beim 12er.
Also beim 9er war der Unterschied noch nicht so groß, aber beim 12er ist es deutlich spürbar. Punkto die Powerleistung hat die Kappe auch noch mal einen kleinen Tick zugelegt, in dem Moment, wo man die Knotenleiter auf den inneren Knoten des äußeren Breidel V-Setups setzt, merkt man, dass er halt hier nochmal einen kleinen Tick weiter nach vorne gehen kann und damit die Kraft sich nochmal effizienter reduziert. Der Wasserstart ist in seiner Klasse unverändert sehr gut. Er reagiert hier sofort über das Anziehen einer Steuerleine und startet dann sofort aus der Windfenstermitte. Ganz einfach. So wie es schon vorhin im Test erwähnt wurde, ist die Homogenität der einzelnen Größen jetzt auch gerade beim Springen besser zusammengewachsen. Die festere Abstimmung, die bessere Abstützung der Kappe macht beide Kites in 12 und 9 Quadratmeter wirklich gleich vom gesamten Feeling und auch vom Timing. Das war im letzten Jahr noch ein klein wenig unterschiedlich. Das ist hier optimal zusammengewachsen. Klar, bei den Freeride High Performance Hochleistern ist Springen immer erste Devise. Da hat er auch im Vergleich mit dem restlichen Markt keinerlei Einbußen zu verzeichnen. Er gehört hier immer noch zur absoluten Extraklasse. Wir haben hier eine Kappe, die sich über einen sehr großen Windbereich einfach abspringen lässt, aufgrund von geringster Querkräfte auch im obersten Windbereich. Die Abstimmung ist so gut gelungen, der ist so ausgereift, dass wir stets eine sehr gute Kontrolle haben, ein effizientes Depower-Vermögen, damit hier auch nicht vorher die Kante verloren geht vor dem Absprung. Aber auch bei wenig Wind gibt es hier schon wirklich gute Leistung, auch am Foil. Und auch gerade hier bespürt man besonders, dass die Kraft einen kleinen Tick auch explosiver und abrupter kommt als beim Vorgänger. Und schauen wir auf die Hangtime. Diese ist, wie gesagt, halt angepasst an die jeweilige Windstärke parallel ansteigend. Man kann hier nicht die gleiche Leistung erzielen wie sehr gestreckte Hochleister bei wenig Wind. Aber wenn man dann dementsprechend eine Größe für den Geübten größer wählt, dann ist das Ganze wieder auch zu egalisieren. Der Pivot war schon immer eine Kappe, die nicht so stark aufgespreizt ist, sondern eher von der Fronttyp so eine etwas eher C-formähnliche Geometrie hat. Und da macht er sich auch gerade in dem Anhook-Bereich weiterhin einfach exzellent. Also gerade derjenige, der diese Kombination aus hohen Sprüngen, viel Kontrolle, Kite Loops und dergleichen wünscht, aber auch mal Unhook Freestyle Tricks machen möchte oder das Ganze kombinieren, der ist natürlich mit dem Pivot absolut perfekt bedient, weil es gibt hier auch in diesem Bereich überhaupt nichts zu meckern. Wir können einen spürbaren Slack produzieren. Klar, der ist jetzt nicht so hoch wie bei einem reinrassigen C-Kite, aber doch absolut geeignet für jedes auch noch so komplizierte, ausgehakte Manöver. Und an der notwendigen Kraftspitze, die man hier braucht für sehr gute Leistungen, hat es ihm auch noch nicht gemangelt und das ist weiterhin ebenso. Nicht nur die durchweg sehr hohen Fahrleistungen und die wirklich exzellenten und leicht abzurufenden Sprungeigenschaften sind das Besondere beim Pivot, sondern einfach die Vielzahl von unterschiedlichen Disziplinen, die man hier gut abdecken kann. Das liegt einfach an der Homogenität. Wir haben hier keinerlei Nicklichkeiten bezüglich Frontstall, Backstall, bei wenig Wind, viel Wind. Die Kappe ist einfach vollständig mit dem Profil auskonstruiert, hat keinerlei Nicklichkeiten. Man muss sich kaum daran gewöhnen. Also selbst ein Einsteiger, der vielleicht ein bisschen schwerer ist, wird sich auch über die Portion Extra Power hier freuen und wird auch mit diesem Schirm nicht überfordert. Gemacht ist er natürlich allerdings für den High-Performance-Bereich, also für denjenigen, der etwas mehr will, der bei sehr viel Wind eine gute Kontrolle sucht, wo auch zwischendurch alles ausrechenbar ist. Mal gerade auch bei den ganzen neuen Sprungmanövern und in Kombinationen, da braucht man einfach Verlässlichkeit, da muss man wissen, wo der Kite steht.
Man muss es gut fühlen auf der Bar und er muss natürlich sauber durchdrehen in Kite Loops, immer angeströmt bleiben, immer Feedback liefern, sodass das auch safe alles durchgeführt werden kann. Einschränkungen seitens des Gewichtes des Fahrers oder der Fahrerin würden wir auch nicht sehen, da die notwendigen Kräfte natürlich überschaubar sind. Eine kleine Einschränkung bezüglich des Einsatzbereichs muss natürlich gemacht werden für den sehr leichten Einsteiger. Der kann von der wirklich auch ordentlichen Kraft hier auch mal überfordert sein. Der wird sich dann mit Schirmen wie dem Boxer oder dem Triad deutlich einfacher tun. Wer es sportlich einfach und kontrolliert haben möchte, für den ist der Pivot auf jeden Fall eine der besten Optionen am Markt.